Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Veloce-Kanal. Heute mit dem Duell der Portland Trailblazers gegen die Los Angeles Clippers. Leider ist Paul George nicht mit dabei, da er verletzt ist. Oder war es Kawhi Leonard? Ein Moment. Nicht, dass ich mich da jetzt eben gerade verguckt habe. Ne, es ist Kawhi Leonard gewesen. Sorry, Jungs. Auf jeden Fall ist es, oder sorry, auch Mädels, falls hier auch Mädels zuschauen. Auf jeden Fall ist Kawhi Leonard nicht dabei aufgrund einer Verletzung. Wir sehen ja hier nochmal die Aufstellungen. Kofi Harris, George, Wanley und Motley gegen Lillard, Beal, Harris, Sabonis und Turner. Wir haben hier auf jeden Fall einige Trades eingefädelt, mit denen wir jetzt inzwischen wirklich Contender sind. Das muss man einfach sagen und das auch über Jahre. Wir haben halt Turner, Sabonis, Harris, Beal und Damian Lillard über die nächsten 2 Jahre mindestens fix. Wenn Beal dann seine Spieleroption zielt, dann sogar über 3 Jahre diese Starting Five. Und das ist halt richtig stark. Unsere Bank ist auch gut. Eigentlich ist jetzt wirklich alles dafür gegeben, um den Titel zu holen. Oder zumindest darum, ernsthaft zu kämpfen. Hier sehen wir auch Damian Lillard, die letzten 5 Spiele richtig stark mit 31,4 Punkten und 60% Dreier. Also das ist eine kranke Statistik. Ich hoffe, er kann das ungefähr so beibehalten in diesem Spiel hier. Nochmal die Aufstellungen. Und es wird sehr, sehr interessant, wie dieses Team eben agieren kann. Schlüsselduell wird hier Tobias Harris gegen Paul George genannt. Wir sind in der Breite einfach unglaublich stark aufgestellt. Die Starting Five ist unglaublich. Und Miles Turner bestimmt mal direkt das erste Duell für sich. Sabonis jetzt hier auf Bradley Beal. Und der mit den ersten Punkten. Sehr schön. Ich habe es ja auch schon mal gesagt, man kann das ganze Material dazu nutzen, um irgendwann vielleicht ein Kaliber à la Nikola Jokic zu haben. Andererseits, wenn du so eine Starting Five hast, die lange zusammenspielen kann, muss man auch immer gucken, ob sich sowas überhaupt lohnt. Oh, jetzt Harris. Macht's perfekt. Ich muss sagen, so der Schlüssel war vielleicht aber wirklich dieser Trade zu dem Mann hier, zu Bradley Beal. Weil mit dem zu spielen, ich weiß nicht, mit McCallum war okay. Aber sowohl wenn man simuliert hat, hat er nicht so die ganzen Punkte gebracht, die man wollte, als auch im Spiel selber hat sich nicht so geil angefühlt. So. Schade, aber Sabonis holt sich hier den Rebound. Aber vor allen Dingen spielerisch fühlt sich ein Beal deutlich besser an. Mit dem komme ich besser klar als mit einem McCallum. Ah, macht die rein, sehr schön. Die Punkte. Bradley Beal. Und das ist halt eben auch wichtig. Wie ist es, wenn man selber spielt? Wie fühlen sich die Spieler an? Da ich ja nicht nur simuliere. Gerade in den Playoffs will ich ja mal ein bisschen mehr spielen. Hier Paul George macht das ganz stark. 3 Punkte. Und ja. Jetzt hier Damian Lillard. Turner stellt den Block. Lillard. Turner, der kann eben auch Dreier nehmen. Schade. Yusuf Nurkic abzugeben, fand ich sehr schade, aber da den Vertrag irgendwann zu verlängern, wäre aufgrund des Cap Space, George wieder mit den Punkten, nicht gegangen. Und Turner bringt eben wiederum Gefahr mit, dass er eben auch von draußen schießen kann und nochmal ein besserer Blocker ist. Hier nochmal diese Variation, jetzt Turner. Und klappt wieder nicht, okay. Zweimal versucht, zweimal klappt es nicht. Boah, schwieriger Wurf, gut gemacht. Jetzt Bradley Beal. Auf Sabonis, der holt sich das Wurf-Foul gegen Wanley. Wir haben jetzt halt auch wirklich endlich mal einen Top-Power-Forward. Klar ist auch ein Sabonis kein Kaliber wie Antetokounmpo oder Davis. Oder von mir aus auch wie ein Blake Griffin. Noch nicht zumindest. Aber zumindest so auf dem Niveau von Blake Griffin kann er sich trotzdem noch entwickeln. Dafür ist er noch jung genug. Und das brauchte ich halt eben. Ich brauchte da einfach ein großes Upgrade. Das habe ich bekommen mit Sabonis. Und jetzt hier Paul George. Macht den nicht rein. Du hast nochmal Länge bekommen mit Sabonis. Der kann werfen. Das ist halt wirklich ein super Spieler. Und jetzt hier Bradley Beal. Boah, Foul. Ah, und wir sind im Bonus. Nach dem Foul von Motley. Jetzt hier Bradley Beal. Macht den ersten perfekt. Ah, Harris ist das, sorry. Ich habe ganz gedacht, das wäre Beal. So, 2 Punkte. Was ich auch noch sehr, sehr gut fand, wir haben wirklich ja weder Anthony Simons noch Little abgegeben. Das heißt, unsere zwei Youngstars,
die eben auch für die Zukunft der Franchise stehen, mussten wir nicht mal abgeben. Und die sind ja auch noch einiges wert auf dem Trademark. Das heißt, wenn man da irgendwann noch einen Star oder irgendwie noch eine starke Verbesserung braucht, kann man die auch immer noch einsetzen in Zukunft. Boah, schwieriger, schwieriger Wurf. Und Hartenstein mit dem Rebound. Jetzt hier Holiday, den hat man ja auch unter anderem bekommen. Hartenstein soll den Block stellen. Ja. Harris macht das stark. Sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Da war ich kurz still. Muss mal gucken, ob das klappt. Jetzt Shermet bringt den Ball nach vorne. Ah. Jetzt Nasir Little bleibt dran. Boah, jetzt hat hier aber George richtig frei. Der stand da richtig frei und macht die 3 Punkte dann natürlich. Das war gut gespielt von den Clips. Aber wir können den Angriff so gut wie runterspielen. 0,7 Sekunden Difference nur. Jetzt hier Aaron Holiday. Ja, aber noch haben wir ein bisschen Zeit. Holiday. Ah. Muss ich jetzt irgendwie nehmen. Geht dann auch nicht rein. Ich hatte eigentlich vor, den Block zu stellen, sodass Hartenstein eventuell den Dreier nimmt oder ich halt vorbeiziehe. Hat nicht ganz so geklappt, deswegen kam dann nur so ein schlechter Wurf bei raus. Aber naja. 10 zu 10 im ersten Viertel ist okay. Dieser Mann hier, Paul George, übernimmt natürlich komplett bei den Clippers. Er muss es natürlich aber auch tun. Ohne Kawhi Leonard ist es halt ein bisschen schwierig. Auch wenn das Team nicht so schlecht ist, ist es halt nicht mehr so gut, wie es mal war. Momentan würde ich ja fast schon sagen, dass neben uns auch die Denver Nuggets so ganz, ganz großer Favorit sind. Boah, faul, aber Hauptsache keine einfachen Punkte. Denn die Denver Nuggets haben sich ja unter anderem von den Clippers Lou Williams geholt und haben aber vor allen Dingen auch Griffin geholt. Also die haben wirklich ein Mega-Team hier. George macht die Punkte. Wobei man natürlich auch sagen muss, die Clippers, wenn George und Kawhi fit sind, sind die natürlich immer ein Contender mit dem Duo. Jetzt hier Holiday aus dem Lauf. Ah, schade. Aber wir holen uns den Rebound in Form von Labissiere. So, jetzt Holiday. Zieh durch da. Hartenstein, Mitteldistanz. Macht ihn. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist eben gut, wenn man so einen Big Man wie Hartenstein von der Bank bringen kann, der halt einfach werfen kann. Und George wird wieder gefoult von Little dieses Mal. Ah, jetzt müssen wir hier verteidigen, Summer. Aber der geht rein. Easy Bucket da von Robinson. Und jetzt hier Holiday, Nasir Little. Hartenstein stellt wieder den Block, dadurch wird hier ein bisschen Platz frei. Mitteldistanz müsste reingehen, sehr schön. Holiday mit den Punkten. Ah, jetzt hier ist schön gemacht von Robinson. Aber Edmund Summer kommt auch nicht mehr richtig ran, ey. Den hat er da komplett verwirrt. Nicht gut verteidigt von unserem Mann. So, jetzt hier Holiday. Isaiah Hartenstein stellt den Block. Zieh rein. Hartenstein ist da draußen. Kann den Dreier. Aber macht ihn auch nicht rein. Also unsere Bigs, die eigentlich Dreier schießen können, machen sie nicht. Und jetzt Holiday hier mit einem schönen Steal und dem Dank. So will man das doch sehen. Aaron Holiday. Oh, Holiday direkt mit dem nächsten Steal. Und Nasir Little mit einem Dank. Stark. Holiday mit einer richtig starken Phase. 2 Steals gemacht, Punkte gemacht und auch noch einen Assist gegeben. So will man das doch sehen. Und jetzt nehmen die Clippers erstmal eine Timeout. Das waren eben schlechte Offense-Sequenzen der Clippers. Da will Doc Rivers dann eben einschreiten. Ja, Holiday ist auf jeden Fall schon mal eine kleine Bereicherung in diesem Spiel. Hat uns immer in die Führung gebracht mit den 2 Aktionen da eben. Boah, jetzt hier schwieriger Wurf. Lillard hat gut gestört. Und jetzt Coast to Coast von Damian Lillard. Stark gemacht. Die ersten Punkte tatsächlich erst.
Crazy. Dass er erst 2 Punkte hat. Ah, hier faul, etwas zu ungestüm von Lillard. Und jetzt Coffee gegen Lillard. Boah, perfekt reingemacht. Lillard dribbelt sich da. Ah, der Dreier sitzt noch nicht so, wie er sitzen sollte. Oh, den verstopft er, weil Turner eben sehr, sehr gut stört. Und jetzt Lillard zieht durch. Ja, Turner war dann aber gut geblockt. Jetzt der Bonus. Und Nazir Little muss den jetzt nehmen. Aber Turner ist da. Rebound stark, aber den macht er dann nicht. Und hier ein Foul an Wonley. Bisschen unnötig. Denn die sind jetzt im Bonus. Und Wonley macht die Punkte. Den ersten zumindest. Und den zweiten noch. Ja, geschenkte Punkte waren das jetzt. Nicht ganz so gut. Damian Lillard. Zack. Oh, Steal. Ah, nicht gut. Schön gestört. Wichtig. Wichtig, dass da gestört worden ist. Die einfachen Punkte nicht zugelassen. Das ist immer wichtig. Wenn der jetzt über den Korb hin die Punkte macht, dann ist es okay über die Freiwürfe. Aber wichtig ist, diese einfachen Punkte zu verhindern. Gerade in wichtigen Spielen. So, Coffee. Macht den nicht. Und so Bonus mit dem Rebound. Jetzt haben wir hier natürlich Bradley Beal. Nazir Little macht stark. 2 for 1 auch noch gegangen. Auch noch in Führung. Das heißt, wir haben es gleich selbst in der Hand. Boah, jetzt Paul George. Muss natürlich gestoppt werden. Nimmt den Dreier. Ah, sie holen sich den Offensive Rebound. Das darf nicht passieren. Ja, und wenn du Paul George die zweite Chance gibst, so einen Dreier zu nehmen, dann macht er den auch. Das ist dann gar keine Frage. Jetzt hier Lillard. Muss da gestellt werden. Oh, Block. Kein allzu gutes Spiel bisher von Damian Lillard. Und damit gehen die Clips sogar in Führung aktuell. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass da die Clippers jetzt mit 2 Punkten Führung in die nächste Halbzeit gehen. Aber es ist ein enges Spiel. Es konnte sich nie ein Team wirklich absetzen. Das ist halt wirklich das Interessante bisher in diesem Spiel. Kein Team konnte mal irgendwie eine 8-9-Punkte-Führung rausspielen. Ganz im Gegenteil, hier sehen wir übrigens Paul George mit 13 Punkten. Was geht denn da ab? Die anderen Statistiken seht ihr ja auch. Alter Schwede, also Paul George hat über 50% der Punkte gemacht von den Clippers. Das ist eine monströse Leistung, die er auch bringen muss, da Kawhi Leonard nicht da ist. Aber trotz allem echt eine starke, starke Leistung. Das heißt natürlich auch für uns, zweite Halbzeit, Paul George noch mehr einengen, noch aggressiver an ihn rangehen, öfter faulen. Hauptsache, der Mann macht nicht mehr weiterhin so viele Punkte. Weil wenn er in der zweiten Halbzeit auch so scored, haben die halt wirklich die Chance, das Spiel auch zu gewinnen. Und das ist natürlich das Letzte, was man will. So, Harris, jetzt kümmere dich um George. Ah, oh, da hat er zu viel Platz gehabt. Geht Gott sei Dank nicht rein, aber hätte man sich nicht beschweren dürfen, wenn der reinging. Also reingegangen wäre. Deutsch ist auch da. So, Sabonis stellt den Block. Lillard zieht davon. Macht er stark. Macht er stark, Damian Lillard. Es werden auch die Punkte von ihm gebraucht. Boah, das war jetzt mal schlecht. Verteidigt und der geht doch rein. Schade. Aber da hat man ihn stehen lassen, Paul George, da mit dem Assist. Und jetzt hier Damian Lillard. Auf Beal. Geht nicht rein, schade. Oh, fast der Steal. Aber eben nur fast. Oh, Offensive Rebound darf er da eigentlich nicht holen. Jetzt ist Turner auch am Ball gekommen. Foul. Und, kein End-One. Aber eben die Chance zum Punkten. Tobias Harris macht den ersten. Tobias Harris macht den ersten. Und jetzt müssen wir gucken, macht er auch den zweiten.
Sehr schön. Und weiter geht's hier. Coffee am Ball. Boah. Coffee schüttelt da Lillard sehr einfach, aber nimmt den Dreier nicht. Wieso auch immer. Der hatte da eigentlich genug Platz. Ich weiß ja nicht, ob er den nicht drauf hat, den Dreier. Oh, jetzt Lebissier stört das stark. Macht das gut, Lebissier. Jetzt Bradley Beal. Dankt den da rein mit Power. Sehr schön. Sehr, sehr schön hier. Bradley Beal. Batz. Rein damit. So muss das doch sein. Direkt den Gegner zeigen, ey, nichts hier mit einfachen Punkten. Wir nehmen das Spiel richtig ernst. Und Lebissier macht das stark, auch wenn dann der Rebound wieder beim Gegenspieler ist. Schade. Jetzt Damian Lillard mit Power, mit Speed. Lebissier stellt den Block, stört da. Beal kann werfen. Beal macht die Punkte. Jetzt ist Beal richtig on fire. Beal ist da. Und jetzt haben die Clippers eben richtig Probleme, wenn Bradley Beal richtig heiß läuft. Boah, nicht gut verteidigt. Und Lebissier, was ein Block! Erst hat er ihn ziehen lassen, aber dann dieser Block von Lebissier war richtig krass. Blocking Monster, Lebissier. Und wieder ein Block von Turner und jetzt sind wir in der Defense da. Jetzt sind wir in der Defense da und deswegen punkten die Clippers wieder nicht. Wir sind ja nicht umsonst, wie man hier sieht, auf dem Power Ranking auf Platz 3 aktuell. Und wir müssen genauso weitermachen. Genau mit der Intensität. So, jetzt hier Damian Lillard. Turner. Du kannst es doch eigentlich. Du kannst es sehr schön. Es ist absolut unsere Phase. Das war sogar nur ein Zweier, kein Dreier. Stand wohl nur auf der Linie. Aber trotzdem wichtige Punkte. Und jetzt Harris gegen George. Ja. Turner jetzt auf Beal. Und Bradley Beal macht die nächsten Punkte. Sehr, 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 sehr schön. Wir sind on fire. Unser ganzes Team läuft richtig heiß. Defensive-technisch als auch offensive-technisch. Jetzt Charmet gegen Beal. Bleibt dran. Und der Stil. Sehr, sehr stark. So, Bradley Beal. Foul. Ja, war gut gestört vom Gegenspieler. Aber Beal ist jetzt eben da. Ah, den ersten macht er nicht. Okay. Ersten macht er leider nicht. Dafür den zweiten perfekt. Jetzt Shamet gegen Beal, der das einfach gut verteidigt. Oh, stark! Das machen wir einfach richtig gut aktuell. Holiday, einfache Punkte. Einfache Punkte. Wir sind 10 Punkte vorne. Die Clippers haben da plötzlich Riesenprobleme. Das war die ganze Zeit über zwei Viertel ein enges Spiel. Und im dritten Viertel haben wir richtig übernommen. Tja, wir haben die Clippers in diesem dritten Viertel komplett dominiert. Das fing defensiv-technisch an und endet dann eben in einer offensiven Konstanz, wie wir sie eben zeigen müssen, um so ein Spiel auch zu gewinnen. Das ist halt so eine richtige Playoff. Das war ein drittes Viertel nach Playoff-Manier, kann man sagen. Mit so einer Intensität musst du halt in den Playoffs immer spielen, um dort gegen die ganz Großen auch erfolgreich zu sein. Hier sehen wir den Assist des Spiels. Zack. Und rein damit. Jetzt haben wir sogar den Ball und können das Ganze nochmal erhöhen. Also wenn wir den Angriff hier erfolgreich spielen, sind wir mit 12 Punkten vorne. Dann sollte es das fast schon gewesen sein. The Bonus macht die ganz einfachen Punkte für ihn. Auch hier nochmal eine Wiederholung. Holiday, The Bonus, zack. Ja, diese Schwäche auf der Power Forward Position ist weg. Da hast du jetzt eben The Bonus. Ah, stark gemacht von Finney Smith. Und holst dann eben aus der Bank heraus einen Lebissier rein, der dir eben immerhin sehr, sehr viel Defense gibt. Auch wenn er offensiv-technisch nicht der allerbeste ist.
Ah, Beal holt sich sogar den Rebound. Bradley Beal, das ist sein Spiel. Holt sich da gegen vielen Leuten da den Rebound und macht die Punkte. Also Beal ist vielleicht sogar der Trade. Boah! Ich weiß nicht, was das war gerade, ob das ein Block war oder nicht, ob der Kick-Aus-Pass einfach nur ein bisschen gegen unseren Spieler ging. Aber es war gut verteidigt. Schwieriger Ball und der fällt raus. Also Bradley Beal, so rein vom Spielerischen her, war vielleicht der geilste Trade, weil er sich neben Lillard wirklich richtig geil spielen lässt. Aber ich glaube, Sabonis war so ein Trade, der war vielleicht sogar noch wichtiger, weil wir da Riesenprobleme hatten. Oh, Hartenstein holt sich den Rebound. Ah. Da wollte ich unbedingt die Punkte mit Beal haben. Harris macht die Punkte. Ach, das war nicht gut verteidigt. 9 Punkte sind es aber noch. Und jetzt Bradley Beal. Auf Harris. Auf Beal, der ist da frei. Der macht die Punkte leider nicht. Okay. Und jetzt Beal zieht weiter. Wollte ich unbedingt zu Hartenstein. Hätte ich eigentlich die einfachen Punkte machen können, aber Hartenstein macht den Dreier, alles gut. Erst hatte ich gedacht, das wäre gerade ein Fehler gewesen, weil Beal die einfachen Punkte hätte machen können, / müssen. Aber wenn du dann natürlich einen Isaiah Hartenstein hast, der den Dreier verwandelt in der Situation, dann ist auch alles gut. Das ist aber manchmal so eine Sache, man hat so eine Idee im Kopf. Manchmal muss man davon halt absehen und halt situativ handeln, aber manchmal hat man diese Idee und man will unbedingt das durchziehen. Natürlich Beal der beste Spieler. Hat ein super Spiel gemacht. Absolut verdient. Ah, der ging rein. Lillard auf Beal. Hätte ich sogar wirklich werfen können. Das geht zu einfach. Das geht einfach, viel zu einfach. Da konnte Turner super cutten und dann war halt der Raum da für die Punkte. Und man darf nicht vergessen, Damian Lillard hat so gut wie nicht gepunktet. Und trotzdem gewinnen wir hier so deutlich. Das, oh, ich wollte gerade sagen, das ändert der jetzt. Aber ich dachte, der geht rein, aber wollte nicht. Paul George. Kofi. Der nimmt den Dreier nicht. Das ist echt interessant, dass der keinen einzigen Dreier nimmt. Sind noch 8 Punkte. Ist Damian Lillard. Ah. Jetzt wollte ich unbedingt mit Lillard nochmal scoren, aber heute ist nicht sein Spiel. Muss man dann einfach mal manchmal akzeptieren. Turner stört super. Mit Foul holt sich Lillard immerhin nochmal vielleicht Punkte aus der Linie. Macht die ersten Punkte hier. Der zweite ist dann auch perfekt, dann ist das doch alles gut. Es sind immer noch 10 Punkte Abstand, also eigentlich ist es schon durch Reaser. Ja, die Clippers haben es auch schon aufgegeben, irgendwas noch zu schaffen. Dafür brauchen sie zu lange bei dem Angriff hier. Dreier. Und er geht sogar noch mal rein. Aber faulen tun sie auch nicht mehr, ne? Das ist also das Endergebnis erstmal. So, jetzt ist das Spiel auch vorbei. Wir gewinnen das Ganze allen voran wegen dem dritten Viertel. Da haben wir uns einfach super, super, super gemacht. Da waren wir einfach richtig stark. Das war wirklich das entscheidende Viertel, weil wir da defensive-technisch richtig zugelegt haben. Die ganze Euphorie dieser Defensive-Aktion haben wir mitgenommen, haben wir offensiv umgewandelt, haben da die Punkte gemacht.
und waren dann einfach zu stark für die Clippers. Wir gucken uns gleich noch die Statistiken an. Und es ist auf jeden Fall ein schöner Sieg nochmal kurz vor den All-Star-Weekend. Das werde ich natürlich auch spielen, sowohl den Three-Point-Contest als auch den Dunk-Contest, den ich letzte Saison ja richtig verkackt habe. Aber naja, schauen wir mal. Und, ups, das falsche Spiel. Hier sehen wir 147 zu 126. Beal mit 42 Punkten, 3 Rebounds, 9 Assists. Lillard immerhin 18 Punkte gemacht. 3 und 3. Dann sehen wir hier Tobias Harris mit 18, 3 und 3. Holiday mit 12 Assists und 18 Punkten. Hartenstein 15, 15. Und ja, ich merke aber direkt eine Sache. Ich habe wahrscheinlich auf 12 Minuten jetzt hier hochsimuliert. Da bin ich froh, dass wir da jetzt niemanden haben, der übertrieben hat. Sonst hätte man hier schnell Rekorde. Man sieht hier zum Beispiel Nia One Leaf mit 24 Rebounds. Das ist eben das Ding. Da sind die Werte ein Ticken zu übertrieben, wie ich finde. Ich kann es ja hier mal zeigen. Ich habe nicht vergessen, den Regler tatsächlich auf 9 Minuten runterzustellen. Auf 9 Minuten, wenn die Werte jetzt hochsimuliert, ein Ticken weniger. Also ein ganzes Ticken weniger. Gerade so, Vonley hätte da keine 24 Rebounds und sowas. Deswegen, das ist immer besser, wenn man es auf 9 Minuten hält, finde ich. Aber naja, mehr will ich euch gar nicht mehr sagen. Euer Veloce meldet sich ab. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.